Willkommen beim Meerwurzeltropfen-Podcast. Kurz vor Weihnachten haben wir nochmal einen Gast zu Besuch, über den ich mich sehr freue. Und das ist der Journalist und auch mit eigenem Blog versehener Norbert Hering. Hallo, Herr Hering, grüß Sie. Hallo, vielen Dank. Sehr gerne. Ich freue mich sehr auch über das Thema, über das wir heute sprechen. Interessanterweise sprechen wir nicht, zumindest nicht vorrangig über Corona. Das hätten jetzt wahrscheinlich alle erwartet. Machen wir aber nicht. Wir sprechen stattdessen heute über ein anderes Thema. Trotzdem ist es ja so, dass Corona alles Mögliche durcheinander wirbelt und das wird jetzt auch den Rahmen sprengen, das hier alles aufzuzählen, was eben auch durch die Krise alles beeinflusst wird. Was derzeit aber besonders häufig immer wieder zu lesen und zu hören ist, das ist dieser Begriff des Great Reset, des großen Neubeginns. Und das Thema an sich ist ja nicht neu und bevor wir aber gleich jetzt auch im Zusammenhang mit Corona oder mit der jetzigen Krise darauf zu sprechen kommen, wäre es vielleicht ganz sinnvoll für diejenigen, die tatsächlich von dem Begriff bisher noch nichts oder nicht viel gehört haben, mal so ein bisschen den Begriff und seine Herkunft zu erklären. Würden Sie das mal für uns machen? Ja, der große Neustart ist ein Begriff, der vom Weltwirtschaftsforum kommt. Das ist der Club der 1000 größten multinationalen Konzerne und der Multimilliardäre. Chef ist Klaus Schwab, ein Deutscher, der deutscher Volkswirt, der den Verein vor 50 Jahren gegründet hat. Inzwischen ist es kein Verein mehr, sondern eine internationale Organisation, also sowas wie der Internationale Währungsfonds, so auf der Ebene. Und im Sommer hat eben dieser Klaus Schwab den großen Neustart ausgerufen, und zwar mit ganz großer Fanfare. Einerseits, indem er ein Buch mit dem Titel rausgebracht hat, Covid-19, The Great Reset. Und andererseits, indem er durch Pressemitteilungen des Weltwirtschaftsforums und ein Video, in dem das Who is Who des internationalen Chatsets mitgemacht hat, für das Weltwirtschaftsforum auch das Programm Großer Neustart verkündet hat. Also dabei war der britische Thronfolger, die Chefin des Weltwährungsfonds, und der UNO-Generalsekretär, also wirklich die ganze erste Reihe der World Governance praktisch. Ja, eine illustre Runde. Also nicht irgendwer, sondern schon Leute, die auch eine ganze Menge zu sagen haben, beziehungsweise die auch eine ganze Menge Macht haben. Jetzt ist es ja so, dass schon seit einiger Zeit diese Idee vom Great Reset ja vor allem auch von der rechten Seite stark kritisiert wird. Da heißt es dann, und darauf können wir vielleicht nochmal eingehen, ja, es soll ein neuer Kommunismus eingeführt werden. Und jetzt ist natürlich die Frage, Klaus Schwab würde ich jetzt eher nicht als Verfechter des Kommunismus oder Sozialismus einordnen. Woher kommt dieser Vorwurf? Worauf begründet sich der Vorwurf, das Ganze hätte was mit Kommunismus zu tun, obwohl es doch eigentlich aus der kapitalistischsten aller Ecken kommt? Das ist ein merkwürdiger Widerspruch, finde ich. Ja, das ist tatsächlich sehr merkwürdig. Aber letztlich erklärbar, das ist strategisch bedingt. Das Weltwirtschaftsforum sind ja, wie gesagt, die größten Konzerne. Und die fürchten die Rechten nicht. Wenn man sich Schwabs Buch anguckt, da ist ein Faden, der sich durchzieht, ist die Angst vor der Revolution, dass eben so viel Leid jetzt durch Covid und durch diese Ungleichheit, an der die Konzerne ja nicht ganz unschuldig sind, entsteht, dass man sich eigentlich wundern muss, warum es noch keine Revolution gegeben hat und dass jederzeit eine kommen kann und die gilt es zu verhindern. Das ist eigentlich das Ziel des Ganzen. Und dafür befleißigt man sich eben einer linken Redeweise. Da wird halt von Abbau der Ungleichheit geredet, Besteuerung der Reichen, Begrünung von allem, mehr Ökologie, Verschmutzungsrechte teuer machen. Insgesamt sind es Dinge, die am besten auf globaler Ebene zu regeln sind, wo wirklich viel im Argen ist auch, weil es da eben keine Koordination gibt und jeder gegen jeden geht. Und von daher kommt man eigentlich von selber drauf, dass wenn man was machen will, man mehr Koordination braucht. Sowas wie Global Governance, wenn man es übersetzt, Weltregierung. In die Richtung zielt das auch. Nur dass die Konzerne die halt übernehmen wollen. Die wollen da im Führerhaus sein und dafür ist praktisch dieses ganze Gerede, dass man das auch ein bisschen ideologisch unterfüttert, weil man kann ja nicht sagen, wir wollen jetzt die Weltregierung übernehmen, um viel mehr Gewinn zu machen, sondern die sagen es halt, wir koordinieren das alles und wir sorgen dann dafür, dass es weniger Ungleichheit und keinen Klimawandel mehr gibt und all sowas. Da müssten eigentlich die Linken auch hellhörig werden, aber weil das halt in so eine linksgrüne Sprache eingekleidet wird,
kommt von da halt wenig Kritik, während von der rechten Seite, für die klingt das halt irgendwie kommunistisch, wenn man es ernst nehmen würde, letztlich auch zumindest der Richtung nach so ein bisschen verständlich. Und das ist dem Weltwirtschaftsforum halt total recht, wenn sie von rechts kritisiert werden, weil das erhöht ja nochmal ihre Glaubwürdigkeit nach links hin, ihrer Sprechblase, wenn die Rechten von Kommunismus reden und all sowas. Ja, das klingt so ein bisschen wie, als wenn BlackRock seinen Anlegern jetzt nahelegt, doch in Zukunft in die Umwelt zu investieren. Letztlich steckt aber zumindest bei BlackRock eigentlich ja nichts dahinter, fa oder faktisch nichts dahinter, schon wegen des ganzen Geschäftsmodells. Aber gut, das nur am Rande. Das ist beim Weltwirtschaftsforum ja auch so. Das Motto ist committed to improve the state of the world seit vielen Jahren. 50 Jahre ist das Ding schon in Betrieb, die mächtigsten Konzerne der Welt, ne? Und jetzt machen sie Videos und zeigen, wie schlimm alles ist und dass man den Neustart braucht. Da wird dann auf dem Computer auf den Neustart-Button gezeigt, gedrückt, alles ganz schlimm, ne? Aber wer hat es denn so gemacht? Wer hatten 50 Jahre dann irgendwie sich darum gekümmert, die Welt einen besseren Platz zu machen? Und die Macht der Konzerne, die ist ja riesig geworden inzwischen. Und seit mindestens 5 Jahren redet man in Davos beim Weltwirtschaftsforum davon, dass die Ungleichheit so schlimm ist. Und die Milliardäre werden jedes Jahr noch mega reicher, ne? Und im nächsten Jahr kommen sie wieder in Davos zusammen und vergießen Krokodilstränen. Also es ist ganz verrückt, dass ihnen das nicht um die Ohren gehauen wird. Aber die Regierungschefs pilgern da alle hin, einschließlich unserer. Die Medien sind auch alle dort und verkünden die Botschaft. Funktioniert hervorragend. Ja gut, dass es Ihnen nicht um die Ohren gehauen wird, das verwundert mich jetzt nicht wirklich, denn speziell, wenn ich mal unsere politische Elite so angucke, die tut ja auch immer so, als seien die die Dinge, die es zu kritisieren gibt und die zu Armut führen und Ungleichheit führen, tut ja auch immer so, als sei die eigentlich vom Himmel gefallen, obwohl sie selbst durch ihre politischen Entscheidungen das natürlich massiv befeuert hat. Also das Prinzip ist eigentlich ähnlich, ne? Ja. Gut, nichtsdestotrotz, die Idee des Neuanfangs, wenn wir dann jetzt mal versuchen, das Ganze so ein bisschen neutral zu betrachten, hat sie ja durchaus Charme. Ich meine, das Klima verändert sich in erschreckender Weise, es geht da wirklich ganz übel zu. Die Wirtschaft, darüber haben wir auch schon gesprochen, wird immer ungerechter, verengt den Raum zwischen Arm und Reich immer drastischer, immer mehr, beziehungsweise immer weniger besitzen immer mehr. Auf der anderen Seite erleben wir eben Armut bei Kindern, Arbeitnehmern, Rentnern und so weiter. Kurzum, Ungleichheit, Ungerechtigkeit und Klima- und Umweltschäden nehmen ja immer mehr zu. Vom weltweiten Tierleid haben wir jetzt hier noch gar nicht gesprochen und die Pflanzenwelt ist ja auch betroffen. So gesehen, mal ganz naiv gefragt, wäre denn dieser Neubeginn, nennen wir ihn einfach mal so, im Sinne der Gerechtigkeit und Umweltschutz nicht eigentlich eine ganz gute Idee? Ja, das eigentlich ist groß zu schreiben, ne? Also ich sag, wenn ich König von Deutschland wäre, dann würde ich einen Neustart machen, oder wenn ich König der Welt wäre, das hat was Totalitäres. Also Neustart gibt es entweder, wenn es eine große Katastrophe gab. Schwarz tut in seinem Buch so, als ob Covid jetzt die große Katastrophe wäre, wo da alles neu gestartet wird, aber das stimmt ja nicht, ne? Wir haben da jetzt auf den Hold-Button gedrückt irgendwie. Aber es ist ja nicht so, dass hier völlig neue Entscheidungsstrukturen oder sonst was passieren wird. Also nach dem Ja, Krieg gibt es. ganz Ja? kurz, weil Sie das gerade sagen, also mir fiel jetzt spontan die Agenda 2010 ein. Das war natürlich jetzt kein Neustart im globalen Sinne, wie wir ihn jetzt verstehen, aber es war natürlich auch eine grundlegende Veränderung in eine negative Richtung, wohlgemerkt, aber eine grundlegende Veränderung der Sozial- und der Arbeitsmarktpolitik, die ja nicht nur in Deutschland, sondern in Europa oder den EU-Ländern stattgefunden hat. Das war ja im negativen Sinne eigentlich für mein Empfinden auch ein gewissermaßen ein Neustart, oder würden Sie dem widersprechen? Also nicht in dem Sinne, in dem das Weltwirtschaftsforum das jetzt bringt. Das Ja. war ein Richtungswechsel in einem Politikbereich und den will natürlich jeder, ne? Manche in unterschiedliche Richtungen, aber darum geht es in der Politik. Aber es geht eben nicht darum, jetzt auf den Neustartknopf zu drücken und alles besser zu machen, die Ungleichheit abzuschaffen, die Umweltverschmutzung abzuschaffen, den Klimawandel zu beenden, alles Schlimme auf der Welt auf einen Schlag zu beseitigen und alles plötzlich ganz anders zu machen. Das kann der König der Welt machen oder nach dem Krieg. Ja, ist denn das Schwabs Idee? Das ist das Video, was die zeigen. Da wird erst einmal gezeigt, Krankheit, Pandemie, Umweltverschmutzung,
You name it, und dann, also ganz schlimm, dystopisch, Müllberge, und dann irgendwann nach zwei Dritteln des Films kommt so ein alter Computer, da wird auf den Reset-Knopf gedrückt und dann kommen Bilder vom blauen Meer mit vielen Fischen und Berge und grüne Auen und reine Natur und blauer Himmel und so. Okay, wir sprechen jetzt aber nicht von den Zeugen Jehovas, ne? Also. Das ist Weltwirtschaftsforum, das ist das Video dazu. Also es lohnt sich, das anzugucken. Das ist wirklich Schmalz hoch drei. Aber gut, das ist jetzt natürlich PR. Letztlich geht es ja, das ist ja das Euro, es geht ja gar nicht drum. Es geht ja, man sieht es, wenn man sein Buch liest, sehr deutlich, der redet mit viel Pathos vom großen Neustart und alles ganz anders machen. Und wenn es dann ins Einzelne geht, dann ist immer nur ein einerseits, andererseits, also das Gegenteil von dramatischer Wende. Ne? Also ja, man muss abwägen und so, ne? Und sagt für jeden etwas irgendwie. Und darum geht es letztlich. Es geht darum, den Diskussionsprozess loszutreten und sich praktisch an die Spitze der Bewegung zu setzen, sodass man praktisch, die haben sehr viele Tentakeln, das Weltwirtschaftsforum, überall hin. Und wenn die ausrufen, den großen Neustart und Reform in allen Ecken und für jeden was sagen und dazu einladen, wie sie es machen, dass jeder mitmachen soll und jeder eingebunden werden soll, dann ist das Ziel halt bei jeder Reformbestrebung, allem, was irgendwie gefährlich sein könnte, mit dabei zu sein, sich die entsprechenden Leute umarmen und beeinflussen zu können und notfalls irgendwie unschädlich machen. Darum geht es letztlich. Nicht darum, tatsächlich was zu ändern, sondern drüber zu reden und so dafür zu sorgen, dass sich nichts ändert. Okay, aber jetzt nochmal von der PR abgesehen. Ich meine, das mit dem beschriebenen Video, das klingt ja wirklich sehr, ja, das klingt halt nach Marketing und PR pur. Also wir haben jetzt eine schlimme Situation und dann zack, drückt jemand auf den Knopf und plötzlich fließen Milch und Honig. Das ist natürlich unrealistisch, aber in dem Buch, ich meine, gibt es denn irgendwelche praktischen Ansätze, wie jetzt zum Beispiel, Sie sagten ja vorhin, die Verringerung der Ungleichheit oder der Nein, nur Ungerechtigkeit? Floskeln, ausschließlich Floskeln, Nichts Konkretes. also was konkret ist, ist so das Digitale, aber wirklich konkret ist es nicht. Also man kann rauslesen aus dem Buch, es geht in diese digitale Totalüberwachungsrichtung, die natürlich nicht so heißt, die das Weltwirtschaftsforum ja auch mit solchen Projekten wie Known Traveler und ID 2020 vorantreibt, eben jeder biometrisch erfasst, mit einer Datenbank verbunden, wo alles über ihn drin ist. Identity heißt ja nicht einfach nur, wer bin ich, sondern das wäre sehr weit gefasst im Sinne von, was gibt es alles über mich zu wissen? Das ist meine Identität. Solche Programme treiben die voran, zusammen mit Microsoft und Accenture und den üblichen Verdächtigen. Das ist noch das Konkreteste, aber wird natürlich auch nicht so gesagt, aber sowohl vom Weltwirtschaftsforum aus, bei dem großen Video, mit all den Hochgeborenen und im Buch, ist alles voller Floskeln, sodass halt für jeden was dabei ist und es gut klingt. Und Covid-19 wurde jetzt dann also nochmal sozusagen als Anlass genommen, um jetzt diese Idee des Great Reset dann nochmal publik zu machen und in die Breite zu streuen. Selbst da ist das einerseits, andererseits in dem Buch ist vorne ganz viel Pathos, wie schlimm das ist und ganz neue Zeitrechnung wie Christi Geburt, ne? Später werden wir sagen vor Covid und nach Covid und sowas. Und hintendrin, irgendwo gegen Ende steht dann, das wird als eine der am wenigsten tödlichen Pandemien in die Gesundheitsgeschichte eingehen und so. Und alles plötzlich relativiert und nicht mehr so Aha. schlimm. Also immer für jeden etwas. Es ist halt durch diese Umwälzungen und das viele Leid, das da jetzt entsteht, durch die Pandemie und die Gegenmaßnahmen ist halt die Revolutionsgefahr größer geworden. Ne? Da kommen natürlich viele auf die Idee, so geht es nicht weiter und jetzt müssen wir neu starten und deswegen kommen die halt auf solche Ideen. Aber dass sie das gar nicht wirklich wollen, sondern verhindern wollen, macht es halt noch ironischer, dass sie von rechts so kritisiert werden, als wollten sie jetzt irgendwie jedem alles wegnehmen. Da werden ja auch so Ideen vertreten. Dass keiner mehr was besitzen soll, ist auch so eine Idee. Aber das heißt ja nicht, dass
dass jetzt irgendwie der Kommunismus ausbricht, sondern da ist dieser Sharing-Economy-Quatsch dahinter, ne? Dass man kein Auto mehr besitzen soll, sondern sich ein Auto rufen, wenn man es braucht, und ein Fahrrad mieten und ein Auto mieten und eben nicht besitzen, ne? Das geht natürlich ein bisschen in die gleiche Richtung, dass man kann, weil Besitz ist ja auch was Ermächtigendes, ne? Wenn man ein Auto hat, dann hinterlässt man nicht auf Schritt und Tritt Daten und man hat sein Auto und kann drüber verfügen. Wenn man sich für alles, was man, jeden Schritt, den man tun muss, irgendwas mieten muss, und irgendjemand kann auf den Knopf drücken, was PayPal und Mastercard und sowas ja können, dann kann man irgendwann gar nichts mehr machen, wenn man da in Washington oder sonst wo auf die falsche Seite geraten ist und sanktioniert wird, dann merkt man, dass so ein bisschen Besitz schon ganz nützlich ist für die Autonomie. Ja, wobei diese Idee des Nichtsbesitzens und Sharings und Nutzens, Mietens von Dingen, die ist natürlich auch in den Kreisen der künstlichen Intelligenz ja auch schon sehr lange ein Thema eigentlich, ne? Also das ist ja jetzt nichts, was vom Weltwirtschaftsforum jetzt irgendwie erfunden worden wäre. Aber im Zuge der Digitalisierung ist es natürlich so, wie Sie sagen, in dem Moment, wo wir nichts besitzen, außer unsere Daten, die wir dann auch nicht mehr besitzen, hinterlassen wir weniger Spuren, als wenn wir halt nur noch aus Daten bestehen und darauf läuft es. Wobei, das sehen wir natürlich jetzt im Zuge der Pandemiepolitik sowieso schon, dass ja auch Gesundheitsgesetze neu geschrieben werden, der Umgang mit den Gesundheitsdaten der Versicherten ganz neu gestaltet wird. Das passiert dann ja so mehr oder weniger unauffällig im Hintergrund. Ich glaube, Jens Spahn hat im Laufe des letzten halben, dreiviertel Jahres, glaube ich, so viele mehr oder weniger Gesetze entweder durchgebracht oder zumindest angesteuert. Das kriegen wir gar nicht mehr alles mit. Das sind so viele Dinge, das Ja, bemerken wir wobei gar nicht mehr. vorbereitet waren die schon länger, ne? Also Ja, das stimmt. Ja. diese ganzen Daten, Gesundheitsdaten, Öffnungsgeschichten, die sind ja seit Jahren irgendwo in Arbeit, werden jetzt halt wie alles irgendwie verstärkt verabschiedet, ja, wird irgendwie genutzt, wobei ich es nicht im Einzelnen verfolgt habe, ob das in der Planung war oder jetzt wegen Covid besonders schnell verabschiedet wird. Ja, ich hatte tatsächlich mit Paul Schreier mal ein Gespräch. Der hat sich mit dem Thema auch sehr intensiv beschäftigt. Und der sagte das wohl schon, ich glaube, da müsste ich jetzt lügen, im Oktober letzten Jahres oder im Februar diesen Jahres tatsächlich Spahn schon so eine Art Gesundheitsarmee. Ist jetzt das falsche Wort, mir fällt das Richtige nicht ein, aber quasi eine neue Abteilung geschaffen hat, die dann eben auch von Militärgrößen geleitet und besetzt wird. Und das war eben schon vor Covid-19. Und die Planung, Gesundheitsdaten künftig hin und her zu schieben, das ist tatsächlich auch nicht neu, da haben Sie recht. Auf der anderen Seite kommen wir zur letzten Frage oder zum letzten Block sozusagen. Dieses Weltwirtschaftsforum ist ja nun auch nicht neu und The Great Reset ist vielleicht neu, aber letztlich gab es ja schon 2012, was ja nun schon mal locker 8 Jahre ist, hier ist, gab es dann ja auch schon den Begriff, den The Great Transformation. Das war damals im Prinzip quasi sowas Ähnliches wie das, was jetzt mit The Great Reset gemeint ist. Was ist der Unterschied zwischen diesem Great Reset und der großen Transformation? Oder anders gefragt, steckt letztlich wirklich so viel dahinter? Weil wenn wir jetzt von The Great Transformation sprechen aus dem Jahr 2012, ist denn seitdem die große Transformation passiert? Ja, also die habe ich mir nicht ganz so genau angeguckt. Nach meinem Verständnis geht es da vor allem um Industrie 4.0, die ganze Digitalisierungsgeschichte. Da ist ja schon sehr viel passiert, vor allem auch sehr viel vorbereitet worden, was jetzt mit Macht umgesetzt wird. Das hat schon seine Wirkungen. Also man darf, selbst wenn es PR-Aktionen sind, in Anführungszeichen nur PR-Aktionen, darf man das nicht unterschätzen, weil der Einfluss enorm ist. Das Weltwirtschaftsforum regiert ja praktisch mit. Man sieht es ja schon, ne? Wenn irgendwie 70 Regierungschefs, und zwar die wichtigsten, da auf einmal nach Davos pilgern, um dem Milliardär da ihre Aufwartung zu machen,
Und wenn der mal mit dem Finger schnipst und da ist die Chefin vom Weltwährungsfonds und der UN-Generalsekretär und verbreitet die Botschaft vom Weltwirtschaftsforum, das zeigt ja, was für eine Macht die haben. Und ganz viele UN-Organisationen sind ja hochgradig abhängig vom Geld der Konzerne und die werden eben über das Weltwirtschaftsforum koordiniert und das Forum spricht in starkem Maße für die. Und macht da bei den Entscheidungen mit ganz offiziell nicht mehr so als Lobbyist im Hinterzimmer, sondern die sind als internationale Organisation inzwischen anerkannt, werden so behandelt, als ob sie tatsächlich die Welt verbessern wollten und nicht eben die Gewinne steigern für die Konzerne. Also es ist ganz schräg schon. Weltgesundheitsorganisation ist ja dramatisch abhängig von den Konzernen. Bei vielen anderen ist das auch so. Und wenn das Weltwirtschaftsforum eben solche Stichwörter und solche Programme, die dahinter stehen, lanciert, dann bedeutet es halt was. Dann geht es ein in das, was die UN macht und verkündet. Diese Millenniumsprogramme und da all das schreibt sich das Weltwirtschaftsforum und schreiben sich die Konzerne ja auch stark auf die Fahnen und sicher nicht zu Unrecht, weil die da großen Einfluss drauf haben. Thema ist dann immer die öffentlich-private Partnerschaft. Das ist eigentlich das Grundprinzip inzwischen auf der UN, dass immer den Konzernen Gelegenheit gegeben werden muss, Geld dran zu verdienen, weil sonst ist es nicht nachhaltig. Nachhaltig bedeutet, das Kapital muss Geld verdienen, dann fließt Kapital weiter rein und dann funktioniert es dauerhaft. Das ist schöne Art zu sagen, die Konzerne müssen immer dran verdienen können. Also das ist schon ganz, ganz wichtig, was die da, also richtig wichtig ist natürlich, was sie tun, aber diese Verkündungen, die zeigen einem halt, was sie tun und wo sie hinwollen. Wobei, wie gesagt, beim Great Reset ist es jetzt insofern anders, als ich da schon der Meinung bin, da reden sie davon, um es zu verhindern jetzt, ne? Weil ja klar ist, dass die nicht die Ungleichheit vermindern wollen und sowas. Wenn sie was wollen, dann wollen sie ein bedingungsloses Grundeinkommen weltweites schaffen auf ganz niedrigem Niveau, beziehungsweise wissend, dass das Niveau halt sich dann angleichen würde auf das in den ärmsten Ländern, damit es halt keine Hungersnöte gibt und keine Aufstände und man alle kontrollieren kann, weil das soll ja alles digital zugeteilt werden über Smartphones und so. Und die Empfänger können entsprechend kontrolliert werden. Und auf die Art weiß man bei den Ärmsten zumindest immer, wo sie sind und kann jederzeit das Geld abdrehen, wenn die irgendwo hingehen, wo sie nicht sein sollen. Also es ist eine relativ billige Kontrollmaßnahme, was die eben sehr menschenfreundlich verkaufen als bedingungsloses Grundeinkommen gegen die Ungleichheit, aber das Gegenteil würde natürlich passieren. Ja, jetzt werden Sie, wie ich mir vorstellen kann, wahrscheinlich eine ganze Menge Hörer aufschrecken lassen, die Verfechter und Unterstützer und Forderer des bedingungslosen Grundeinkommens sind. Vielleicht dann jetzt nochmal spontan, wenn Sie mögen, einfach nochmal zu diesem bedingungslosen Grundeinkommen überhaupt. Wenn wir jetzt mal davon absehen, dass es auf einem extrem niedrigen Niveau angesetzt wird, wie Sie eben gesagt haben, und dass es dann eben auch dazu dient, um über digitale Instrumente die Leute dann eben auch noch zu kontrollieren und auf einem wirklich ganz niedrigen Einkommensniveau zu halten, würde jetzt jeder Freund des BGE sagen, ja Moment, aber so ist das ja gar nicht gemeint, das bedingungslose Grundeinkommen, das muss ja eine Höhe haben, die eben dafür sorgt, dass jeder ein gutes Auskommen hat und sich dann gegebenenfalls die Jobs aussuchen kann, die er gerne machen möchte. Was sagen Sie dazu? Ja, ich habe da schon ein bisschen was dazu geschrieben und muss also sagen, da sind schon einige nachdenklich geworden, habe ich wirklich beeindruckt festgestellt, dass da schon nachgedacht wird. Ja, ich würde dazu sagen, klar, bei uns ist das Grundeinkommen dann höher. So fängt es an. Aber man braucht nur gucken, wie es in der Eurokrise war, als man den Griechen die Renten zusammengestrichen hat, ne, ganz massiv und die Sozialleistungen weggenommen. Was ist denen gesagt worden? Was seid ihr für gierige Menschen da in Griechenland? Die Bulgaren und Rumänen, die haben noch viel weniger und die zahlen
zahlen in die EU ein und finanzieren eure Renten da. Ihr habt sie doch nicht alle, ne? Wie könnt ihr da mehr als 400 Euro Rente wollen? So wurde denen gesagt. Und das ist natürlich, wenn man so ein globales Grundeinkommen schafft, auch wenn das anfängt, unterschiedlich zu sein in den verschiedenen Ländern, dann gibt's eine, und darauf läuft, also das ist das, was Weltwirtschaftsforum und die ganzen Silicon Valley Konzerne, die das alle promoten, weil sie die Daten haben wollen, die reden alle von so einem globalen Grundeinkommen. Da ist das offenkundig, dass das dahin geht, weil es ja anders auch nicht vernünftig zu finanzieren ist. Dann gibt es halt einen starken Druck nach unten. Und ich sehe überhaupt nicht von den Argumenten, jedenfalls von den linken Argumenten her, überhaupt nicht, warum das bedingungslos sein sollte. Also warum jemand, der es nicht braucht, das ist ja die Idee, jeder kriegt das, auch ich, der es überhaupt nicht braucht. Ne? Mhm. Warum soll der Staat das finanzieren und jedem da was geben? Das funktioniert als Argument, wenn man Sozialleistungen abbauen will und sagt, es gibt für jeden 800 Euro, sonst gibt's nichts. Und so, da kann ich die Argumente nachvollziehen aus der neoliberalen Perspektive, aber aus einer Linken überhaupt nicht. Das ist, klar kann man sagen, das Hartz-Regime ist, das ist zu wenig, das muss mehr sein. Und dieser ganze Druck zu arbeiten und so, der ist nicht in Ordnung, kann man alles sagen, würde ich auch sehr vieles unterschreiben. Aber auch wenn man die Sozialhilfe insofern oder Hartz IV nicht an die Bedingungen knüpft zu arbeiten, kann man immer noch, würde ich immer noch sagen, nur der, der kein anderes Einkommen hat, kriegt so eine Unterstützung. Dazu, also ich halte es für völligen Quatsch zu sagen, jeder muss das kriegen. Naja, hinzu kommt natürlich noch, um das Thema vielleicht an der Stelle auch abzuschließen, hinzu kommt natürlich das Problem, wenn es wirklich jeder bekommt, ob nun Bedarf besteht oder nicht, wirkt sich das natürlich auch auf die Preise insgesamt aus, also auf die Mieten, auf die Konsumpreise, auf die Lebensmittelpreise. Jeder wird natürlich dann versuchen, der Preise macht, die dementsprechend nach oben hin zu korrigieren, damit das Ganze dann in Anführungsstrichen ausgeglichen wird, dann haben wir wieder das nächste Problem. Ja, ne? Das sagen die auch, die vorrechnen, dass man finanziert kann, ne? Dass man das über die Steuer ja wieder rausholen kann oder so. Aber dann kann man es auch gleich lassen. Ne? Das ist aber es ist ein bisschen anderes Thema, aber es ist schon von es ist schon für mich ein bisschen die Agenda, wo es hin will. Es ist halt so eine Kontrollagenda, Revolutionsverhinderungsagenda, die man so im Kopf haben muss beim Weltwirtschaftsforum. Abschließend nochmal zum Weltwirtschaftsforum und zu der Rolle der Politik, die ja letztlich dann doch eben zumindest nach außen hin die Entscheidungen, die jetzt vielleicht von Schwab und Co. favorisiert werden, durchsetzen und umsetzen müssen. Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen Weltwirtschaftsforum und Politik? Zur Politik, also aus Sicht des Weltwirtschaftsforums, wenn man das so Revue passieren lässt, was die so schreiben und sagen, dann ist ganz klar die Vorstellung, dass sie das im Prinzip machen und die Regierung den Weg ebnen sollen, geeignete Regulierungen, vor allem auch Deregulierungen in Kraft setzen, wenn es nötig ist, mal zu koordinieren, aber sollte nicht so oft nötig sein. Also das ist die Vorstellung des Weltwirtschaftsforums. Und das ist natürlich immer so ein bisschen, hin und wieder kommt es ja schon vor, dass die Politik den Konzernen auch mal auf die Finger haut. Ne? Oft hat man auch den Eindruck, dass schon die Konzerne das Sagen haben. Das schwankt auch so ein bisschen, wer da oben auf ist. Oft kann man schon sagen, läuft's, also zumindest auf der internationalen Ebene, ist inzwischen schon alles so gestrickt, dass man schon den Eindruck hat, das Weltwirtschaftsforum und Co. bestimmen, wo es lang geht. Ja, Sie haben ja vorhin die ÖPP, die öffentlich-privaten Partnerschaften heißen die, glaube ich, ne? Ja. ÖPP ist angesprochen und wenn wir jetzt mal wieder vom Internationalen zurück nach Deutschland gehen, sind die ja hier wirklich in den letzten Jahren ganz extrem zum Einsatz gekommen. Und mir fällt zum Beispiel gerade, ich glaube, die S-Bahn oder U-Bahn in Berlin ein, die auch per ÖPP jetzt geregelt werden soll. Ich glaube auch der Bildungssektor in Berlin soll auch über ÖPP neu geregelt werden. Und wer regiert mit in Berlin? Das ist die Linke unter Klaus Lederer ist es, glaube ich.
Also die Idee der ÖPPs bzw. der Privatisierung und der Deregulierung ist im Grunde genommen für mein Empfinden, das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, schon so weit in die Politik vorgedrungen, dass man da tatsächlich schon fast von einer Unterwanderung sprechen kann, oder? Ja, also diese ÖPPs, oder der Dominanz, sagen wir mal. Die ÖPPs sind eindeutig Konzernbereicherungsprogramme. Ich habe mich bei der Autobahngesellschaft, bei der Autobahnprivatisierung näher damit beschäftigt. Es war wirklich so offensichtlich. Es gibt überhaupt nichts, was die öffentliche Hand daran gewinnen kann. Aber natürlich, und die andere Seite, die will Garantien und sollte sie kriegen, die hat sie dann nicht alle gekriegt, weil es dann irgendwelche Gewerkschafter dann doch scheu geworden sind in den entsprechenden Gremium und nicht alles mitgetragen haben. Aber im Prinzip wollten die das Kapital reingeben und eine garantierte Verzinsung dafür kriegen und alle möglichen Garantien noch, dass sie bloß keine Verluste machen können und immer nur Gewinne. Und was da für ein Staat dabei drin sein sollte, war überhaupt nicht zu sehen. Bahnprivatisierung in England ist ja schon ewig das Beispiel für katastrophale Privatisierungsergebnisse. Trotzdem wurde das bei uns vorangetrieben und die Bahn ruiniert auf dem Weg dahin durch völlige Investitionszurückhaltung, nur um sie schön an die Börse bringen zu können. Die Wohnungen wurden privatisiert in Berlin und anderen Orten, verkauft, teuer verkauft an Private, nachher zum Teil noch teurer, nicht so teuer verkauft, nachher teurer wieder sagen. Zurückgekauft, ja. Weil die Stadt dann gemerkt hat, hoppla, die Mieten explodieren. Und wir haben keine Wohnungen, um die ohne Wohnung, um die wir uns ja per Gesetz kümmern müssen, irgendwo unterzubringen. Dann wurden sie zurückgekauft. Also das sind ja fast nur Desaster. Es gibt natürlich Dinge wie bei der Telekom und Ähnliches, da kann man drüber reden. Da gibt es das Argument des technischen Fortschritts, wo der Staat vielleicht wirklich im Nachteil ist und wo es besser funktioniert. Ich will da nicht die Hand für ins Feuer zu legen, aber es gibt gute Argumente, dass das besser funktionieren könnte. Aber, der Staat liefert jedenfalls eine Menge davon, ja. Aber bei Dingen wie Wohnungen, Versicherungen, Bahnverkehr, wo es ganz wenig mit technischem Fortschritt oder sonst was zu tun hat, sondern nur damit, wie viel man den Leuten zahlt, die da arbeiten und sowas. Gibt es überhaupt keinen Grund, eine ÖPP zu machen, wo man ja ekelhaft lange Vertragswerke braucht, um alles irgendwie zu vereinbaren und sich nachher hat man ja alles gesehen, diese Streitigkeiten, ewig vor Gericht zu streiten, wer denn jetzt was zu zahlen hat von den Verlusten und es überhaupt nicht zu sehen, warum die Privaten das jetzt besser machen können. Klar, ein privates Busunternehmen kann weniger zahlen als kann die Busfahrer drücken und auf die Art irgendwie Geld sparen, aber volkswirtschaftlich ist das ja kein Gewinn, dann kriegen die halt weniger und Busfahrer sind auch im öffentlichen Dienst nicht überbezahlt, als man sagen würde, das ist jetzt ein Gewinn für die Gesellschaft, wenn man denen ein bisschen Geld wegnehmen kann. Hm. Also da bin ich extrem skeptisch. Ja, abschließend nochmal ganz kurz zurück zum Great Reset und zwar so einen kleinen Ausblick vielleicht. Wie schätzen Sie denn die aktuelle Situation jetzt ein? Corona-bedingt, Weltwirtschaftsforum, dieses Buch von Schwab mit den vielen Worthülsen, die da drin stehen. Passiert da wirklich was oder ist es im Moment eigentlich eher Rhetorik? Also was das angeht, passiert herzlich wenig, würde ich sagen. Bei dem, was im Hintergrund schon angesetzt ist und vorangetrieben wird, passiert sehr viel und darum geht's ja irgendwie durch dieses Great Reset-Gerede, das irgendwie abzusichern, dass da nichts passiert und dass man das weitermachen kann, ne? Dass halt keine Revolution gibt, dass man weiter mit der biometrischen Erfassung von allen Erdenbürgern nach ID 2020 mit dem Known Traveler Regime, das ja gerade überall umgesetzt wird, von Lufthansa bis Bahnverkehr nach England und sonst was, ist es schon so, dass man durch automatische Gesichtserkennung im Moment noch freiwillige Voranmeldung, irgendwann wird es sicher zwangsweise, hat praktisch immer erfasst wird und sofort elektronisch gespeichert und alles automatisiert auswertbar ist, was man macht und wo man hingeht. Das ist so das Ziel und das Gesundheitsdaten hatten wir schon erwähnt, wird machtvoll vorangetrieben, dass die geöffnet werden und auch irgendwo gespeichert. Das ist das, was wirklich in Rekordtempo passiert. Hm.
Und da sind eben die gleichen Treiber, die vom Great Reset reden. Gut, also die Ungerechtigkeit wird unter dem Deckmäntelchen der Gerechtigkeit über den Great Reset weiter ausgebaut und so hübsch verpackt, dass sich eigentlich nur mehr oder weniger ein paar verstrahlte Rechte darüber aufregen, dass es jetzt auf den Kommunismus zusteuert. Ist natürlich strategisch ziemlich geschickt, ne? Ja, genial, absolut genial. Ja. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich, Herr Hering. Sehr interessant. Ich habe mich tatsächlich so sehr mit diesem Great Reset noch nicht beschäftigt. Von daher an dieser Stelle auch einen herzlichen Dank dafür, dass ich ein bisschen was lernen konnte hier. Und ich hoffe, dass unsere Hörer auch das ein oder andere mitnehmen können. Und wir zeichnen auf heute am 17.12.2020. Demnächst werden wir dann publizieren und wünschen jetzt schon unseren Hörern ein, im Rahmen der Möglichkeiten, frohes Fest, einen guten und ruhigen Rutsch, denn geknallt wird ja auch nicht dieses Jahr, ins nächste Jahr, und dann hoffen wir mal, dass 2021 nicht noch schlimmer wird, sagen wir mal so. Hoffen wir das, ja. Ich habe zu danken. In diesem Sinne, noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.